Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 3 Side Order, dem DLC. So, in der letzten Folge haben wir die zweiten 10 Etagen gemacht und jetzt wollen wir nochmal 10 Etagen machen und dann hoffentlich mit den Dopplern schon durch sein. Das wäre cool, gleich zwei Waffen hintereinander freigeschaltet zu haben oder fertig gemacht zu haben. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Jetzt machen wir erstmal mit extra Ausweichen eine weitere Stage. Ich wollte eigentlich die hellgrünen Dinger nehmen, irgendwie kriege ich keine mehr. So. Dieser Boss ist auch nervig. Ich habe bisher bei jedem Durchgang musste ich diesen Boss bekämpfen. Ein bisschen ärgerlich. Mag den echt nicht so. Ah, jetzt sieht man es mal ein bisschen besser, ne? Also hier auf dem Boden ganz klar das Muster von der aktuellen Palette. Na, wenn ihr hier hinguckt, das sind auch so. Da ganz rechts unten. Das ist ganz klar das Muster, das wir hier auch jetzt auf dem Boden haben. Ne? So, unser Ziel ist, die Viecher zu... Ach du Scheiße. Alle hin. Keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, da war einer nicht gewesen. War das geil! Nice! Das kommt auf Twitter, Alter. Okay. Dann scheinbar machen wir gleich nochmal eine extra Ausweichrolle. Also jetzt können wir da richtig wie Tetris schon fast in der Gegend rumrollen. Und dadurch, dass wir Rückstoß haben, wird das für die Gegner echt nervig, weil sie jetzt durchgehend Schaden durch unsere Rollen kriegen. Ja, das geht schon in die richtige Richtung, muss ich sagen. So, was ist das Ziel? Ohne Oh nein! Ja, Nummer 8, du musst die Etage leider ohne mich rocken. Trotzdem viel Spaß. Oh. Dang, das ist ja super schade, Alter. So. Gut, das Problem an der Sache ist nicht mehr das. Das Problem an der Sache ist, dass ich nicht mehr nach oben geschleudert werden kann, wenn ich Schaden nehme. Das heißt, da bin ich jetzt sehr in Gefahr, so gesehen. Ja, wie Tetris schon fast. Ich komme von hier. Dang it. Diesen Viech durch. Nein! Fucking scheiß Reef-Slider. Die Special ist so ein Abfall, Alter. Weißt du, 5 Jahre aufgeladen. Oh, warte, ich kriege gleich Schaden. Das ist viel besser. Ja, du kannst mich auch mal am Arsch lecken, Freundchen. Ich hasse Reef-Slider, ey. Special ist so ein Müll. Nächsten Automaten nehme ich in der Hoffnung, dass ich eine neue Special kriegen kann. Eine gescheite Special, die was kann. Von wo? Bitte! Bitte! Ich brauche Tinte! Yep. Yep. Ja. Ja. Genau. Genau. Färb einfach den Boden unter dir nicht. Vielleicht hilft er. Ach Gott. Scheißdreck, Alter. Natürlich muss das eine Scheiß ohne Drohne-Mission sein. Diese Scheiß-Arena ist so ein Müll. Ich gehe da jetzt hoch. Und du lässt mich in Ruhe. Da, wo ist dieses scheiß Ding? Komm her, du Kackviech. Bleib jetzt ausschließlich hier oben. Von wo? Komm her, du blödes Kackviech. Komm, tot. Tot. Ihr seid jetzt alle tot. Ja. Scheiß drauf. Scheiße, ich gehe jetzt zurück zum Titelbildschirm. Nein, wir machen eine andere Mission. Aufgeben. Oh nein. Ugh. Das ist so ein Müll. Natürlich diese dumme Arena. Ich merke mir den Namen von der Arena. Wie heißt die? Das ist die Bauetage. Gut, Bau, du bist für immer und ewig ausgeschlossen. Jedes einzelne Level auf dir ist scheiße.
Habe ich Bock drauf? Nein! Ne, ich färb die nicht. Mach doch, was du willst, du Kackviech. Mach so schwarz, los. Mach doch schwarz. Juckt mich doch nicht, du blödes Scheißding. Ich färb hier einen Scheißdreck. Hey, du Wichser. Oh, bist du tot, du dummes Stück Scheiße. Oh, Mami hat dich nie lieb gehabt. Oh, wie schade. Das. Oh, wolltet ihr mir Schaden machen? Ihr macht mir gar nichts. Ihr seid hässlich. Das macht ihr mir. Ach, die war sogar noch schwarz. So, so, 90% blau bedeutet schwarz. Ah, ja. Ein Glück haben wir drüber geredet. So, komm her, du dummes Kackviech. Du bist tot. Da wir genau wissen, dass von da auch wieder irgendwas kam, was die Zone gefärbt hat, gehe ich jetzt rein. Nein, du hast mich nicht getroffen. Da kommt eins. Hallo. So, gleich wieder einen Reslider holen. Das ist so ne... Ich hasse diese Scheiß-Stage. So, du Kackviech, komm her. Ja, das war mir klar. Komm her. Nein. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Scheiß-Map. Schreib mir das jetzt auf, dass ich Bau hasse und dass ich diese Drecks-Map nie wieder spielen will. Bau bedeutet Scheiße. Schlechte Map. Hasse ich. Garbage. So. Haben wir sonst noch? Bewegungsregeneration. Okay. Wenn wir da eh schon eins haben, versuchen wir es mal. Ich meine, ich sterbe ja jetzt eh. Ich habe 2 Versuche oder 3 Versuche an dieser absoluten Abfallmüllkack-Dreck-Stage verloren. Holy, ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Gut. Muss ich mir merken. Bau equals Scheiße. So. Ja, wenigstens haben wir meine Perla-Drohne wieder. Euch. Oh, hi. Es ist halt echt blöd, dass ich so viel Perla-Ding habe und ich krieg einfach keine Perla-Aufladedrohne. Keine Ahnung, was gerade passiert. Danke für die Reslider Hand, danke. Habe ich jetzt Schaden genommen? Nee, ne? Na gut, egal. Egal, das passt. Mich ärgert das immer noch, diese scheiß Pyramiden-Stage. Hätte ich gewusst, dass ich da Gefahr habe, hätte ich diese Stage niemals gemacht, weil sie nämlich schon so eine absolute Qual ist, die kein Mensch auf dem Planeten mag. Ah, nein. Ich brauche die. Hilft alles nichts. Würde jetzt eigentlich den Automaten machen. Aber ich brauche endlich mal ein Upgrade auf Perla. Und eine Insta-Bombe ist natürlich etwas, was ich echt gerne haben will. Das ist schon gut, wenn ich die habe. Wir werden uns also dem hohen Schwierigkeitsgrad stellen müssen. Werde die Portale. Ey, die Stage kenne ich auch noch nicht. Geschafft. Ich
gleich weg mit euch. Kann ich auch schon den ersten Sniper töten, oder? So. Das war wertlos. Ist tot. Was? Er hat Perle gerade. Was hat Perle denn? Ich habe keine Lust, oder? Das habe ich nicht, oder? Können wir bitte mal gefärbt bleiben? Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So, das war's. Das war's nicht. Gut, jetzt war's das. Nice. Ja, also das Upgrade, dass ich andauernd zumindest Reslider spammen kann, das ist schon gut. Das ist zumindest schon gut. Und jetzt hat Perla hat jetzt auch endlich mal einen Nutzen. Jetzt kann Perla mitspielen. Nice. Sehr schön. Rüstungshäufigkeit. Das könnt ihr eigentlich brauchen, tatsächlich. Pressstoßwirkung ist aber auch nicht schlecht. Ich habe aber keinen Bock auf schon wieder Zone verteidigen. Wir versuchen mal den hier. Mehr Rüstung ist sicherlich nicht verkehrt. Mehr Drops. Immer mehr Drops. Droppen, was geht. Für den Boss, der soll sich richtig ärgern. Wir wollen den fertig machen. Will die Dulis ein einziges Mal spielen müssen. Das wäre lustig. Für die Portale. Okay. Wir mit dem rechten anfangen. Was ist das so viel? Fuck. Ding automatisch Schaden. Und automatisch Schaden. Was bei dem noch? Eins geschafft. Zweite schaffe ich auch noch. Habe ich geschafft. Okay, das gefällt mir nicht. Hat er geschafft. Und jetzt habe ich noch eins da hinten. Was? Gut gespielt, so muss das. War auch nur ein Standard-Level, aber das war ein Standard-Level, das gut funktioniert hat. Und das ist schön. Jetzt erhalten wir mehr Rüstung. Das ist auch nicht verkehrt. Wir sind ganz schön weit oben. Nicht lange, dann haben wir die oberste Etage erreicht. Nummer 8, Perla. Gute Neuigkeiten. Wir wissen nun, wohin sich Ortnuckel verkrümmt hat. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Da von Ortnuckel bisher weit und breit nichts zu sehen war. Bingo. Der einzige Ort, an dem er sich aufhalten kann, ist der Kontrollturm in der obersten Etage. War ja klar. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Konzentriere dich aufs Ziel. Nummer 8. Nein. Wenn ich jetzt wüsste, ob halt. Kann ich die Etage nochmal anschauen? Nee, na. Voll schade irgendwo. Wir haben 5600. Wir machen jetzt mal wieder den hier. Wir gönnen uns einen Automaten, weil wir nicht wissen. Ich find's lustig, weil halt im Auto, im Aufzug schon zu sehen ist, wo Ortnuckel ist, ne? Wir sehen es halt, von Anfang an haben wir es gesehen. Oh mein Gott. Bleibt das gleich teuer? Es wird ein bisschen teuer, das ist mir so scheißegal. Ist mir so scheißegal, wir können das Level ungeschehen machen. Minen will ich nicht. Ja, gut. Hahaha.
sechsmal ausweichen mit den Dulis, Alter. Sechsmal ausweichen. Oh mein Gott. Nice. Warte. Jawohl, voll gelevelt, die Scheiße. Einfach extra ausweichen auf Maximum. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Oh. Okay. Turmlevel. Wir machen definitiv das hier. Dass die Perla-Drohne auch langsam mal was tun darf, ey. Die denkt sich aus, sie kann überhaupt nichts machen, aber jetzt wird sie gebraucht. Jetzt, wo es Richtung Ortnuckel geht, wird sie nochmal voll aufgepowert und dann ballern wir Ortnuckel so in die Fresse, ey. Oh, wir haben eine Bonusmission. Drohnenfarbchipsättigung. LOL. Nice. No way, Alter. Heulboje kriegen wir, Tintenmine. Tintenmine, dieses Ding kann Eid. Oh mein Gott. Drohnen-Items und Drohnenlader-Turbo. Also okay. Unser Ziel ist, den Turm zu eskortieren in der Stage. Okay, ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das sollte reichen, um ihn hochzubringen. Lustig, dass es geht. Wenn ich will, habe ich so ein fucking ist leider bereit. Ist echt lustig. Oh ne, das machen wir gar nicht erstmal. Hä? LOL! Wie sie einfach geholfen hat. Wie sie einfach geholfen hat, die Perla-Drohne, Alter, voll gut. Nee, auf Gefahr extrem, jetzt keinen Bock. Wir upgraden die Klecks-Drohne noch ein bisschen, die Klecks-Bombe noch ein bisschen. Sind ja eh alles unbekannte Level. Und daher macht es keinen Unterschied und mehr Bomben ist immer gut, weil das dafür sorgt, dass die Gegner genervt werden. Ja Mann, wir kommen auf jeden Fall durch mit den Dulis, oder? Die machen wir jetzt heute fertig und dann habe ich schon zwei Waffen. Die Dulis sind ja mein großes Ziel, weil ich die tatsächlich relativ schön finde und die tatsächlich dann auf 5 Sterne bringen will. Oh, okay. Was ist die Strat? Die Strat wäre hoch und dann direkt... sind zwei Kugeln. Die direkt dahin und die unten hin. Okay. Die ist geschafft. Das sind aber ganz schön viele Gegner für eine einfache Stage. Nein! Freundchen. Nein. Perla, das war nicht hilfreich. Das war nicht hilfreich. Bitte geh da rein, Kugel. Okay, haben wir gewonnen. Scheiße, das war dumm. Na gut, ich darf auch einen Fehler machen. Perla hat gerade einen Riesenfehler gemacht, dann darf ich auch einen machen. Passt. Gewonnen. Ist gewonnen, passt. Easy. Perla kann Bomben werfen, yay! Zumindest Klecksbombe und Instabombe. Kein Special, aber ist ja egal. Braucht sie ja nicht. Sie wirft einfach Bomben. Schön. Hintenflaschenhäufigkeit mit Gefahr auf schwierig oder Plattenteil. Oh, die ist gut. Die holen wir. Plattenteilhäufigkeit ist das, was ich brauchen kann. Weil das Gegner am Spawn hindert und schön Schaden macht. Da eine erhöhte Häufigkeit, das wäre echt wichtig. Die Albtraum-Tor-Etage.
Beschütze die Zone. Oh, das sieht nicht cool aus. Kann ich hier von hier oben färben? Nein, kann ich nicht. Ich muss einmal runter. Nein, hier. Der ist doch überhaupt nicht eingefärbt. Laber doch keine Scheiße. Oh ja. Das war geil. Perla mit ihrer direkt das Plattenteil rausgezückt. Und zack, wir schaffen es zum Finale. Also höchste Ebene ist geschafft auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Da wären wir also die oberste Etage. Und du glaubst wirklich, dass sich Ortnuckel hier aufhält, ja? Allerdings, der Schurke scheint sich im Kontrollraum verkochen zu haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Ortnuckel uns die Palette in Ruhe neu konfigurieren lässt, aber darauf wetten würde ich nicht. Möglicherweise müssen wir erneut gegen den Glibberkerl kämpfen. Halt dich lieber schon mal bereit, Nummer 8. Ja, was wird da wohl passieren? Ich weiß ja nicht. Mein Controller vibriert wieder wie verrückt. Jetzt hat er aufgehört. Da wird ja alles easy. Sieht ja schon geil aus. Ne? Not gonna lie. Die haben es schon schön gemacht, auf jeden Fall. Oh, guck mal, Marina wird überwacht. Ich glaube, Ortnuckel ist in Wirklichkeit in Marina verknallt. In den Kuppelis Plaza überwacht er auch. Marina wird wahrscheinlich da hinten dann sein. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt einfach. Hey, was treibt Ortnuckel denn hier? Kein Stress, Kleiner. Lass uns nur kurz vorbei, bitte. Also... Dürfen wir vorbei, ja, wenn du magst. Ihr Doofies, gewinnt gegen mich und trampelt dann in mein Spielzimmer. Ihr seid gemein. Ziemlicher Unterschied zur Ordnung, findet ihr nicht? Irgendwie schon. Ob deine Heulbully im letzten Kampf Teile seiner Persönlichkeit neutralisiert hat? Blöd seid ihr. Ihr habt meinen Traum ruiniert, ihr fiesen Gemeinlinge. Diesmal zerlege ich dich, du Doofi. Millionen kleine Oktoteilchen. Wir haben unser Bestes gegeben. Kann ich hinter, kann ich hinter. Der nimmt gleich mal Schaden. Ja, nicht leider. Das ist ein weiter schlimm. Da haben wir auch schon mal einen. Wo ist das letzte Ding? Da hinten. Ja. Ist schon.
Keine Tinte mehr. Diesmal habe ich auf meinen Tintentank geachtet. Da muss man aufpassen bei den Tentakeln. Ist es so, wenn die einen treffen, dann wird man gewone-shottet. Man muss außerdem aufpassen, die Jumps haben eine riesen Reichweite, aber das wissen wir alle schon. Nice, Perla, sehr gut gemacht. Lassen wir erstmal stehen. Mag das nicht. Wait, das Lied hat sogar. Die spielt sogar kurz ihre Splatoon-Dinger ab. Wie viele sind es noch? Da kann man ja. Yes. Das ist süß. Wie sehr sie dachten, dass das voll schwer wird, sobald man, wenn der sich... Wie sie dachten, dass es schwer wird, wenn er sich dreht. Ich finde es so süß und das macht es halt einfach super leicht, weil die Gegner einem nicht hinterherkommen. Gemacht, Nummer 8. Deine Palette kann nur neu konfiguriert werden. Von mir aus, aber bildet euch nur nichts ein. Ich kämpfe weiter für die Träume von allen. Also, müssen den anderen Spezialding müssen wir gar nicht machen. Oh, das ist ja lustig. Ja, die Dudis sind geschafft. Punkte. Sind 230 Perlen. Das ist okay. Zusätzlich zu den, ich weiß nicht, 80 oder so, die wir gekriegt haben. 102 Perlen. Ja, durch den Automaten war das, ne? Nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. 29 Minuten. Und wir haben 3 Schlüssel durch die Dulis erhalten. Sehr schön. Und jawohl, die Ordnung Doppler Replik. Endlich. Die werde ich auf 5 Sterne holen, denke ich mir mal. Ich spiele Doppler relativ gerne. Habt ihr mitbekommen, was Ordnuckel gesagt hat? Für die Träume von allen. Wen meinten der damit? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Was ich dir sagen kann, ist, haben wir gut gemacht. Können wir stolz drauf sein. So, wir hatten nicht wirklich... Nein, wir hatten nicht wirklich Probleme damit, würde ich mal sagen. Das heißt, wir unlocken mal den ganzen Perla-Spezialscheiß. 30, 70, 170, 150...
Hier waren auch nochmal 50. Ja, wir ballern Perla raus. Machen wir im nächsten Part. Falls euch der hier gefallen hat, würde ich mich über einen Like und Kommentar freuen. In der nächsten Folge aktivieren wir den Kleckser. Machen den auch schon mal durch, dass wir die Standardwaffen haben. Und dann haben wir die ganzen Spezialwaffen, die interessanten Waffen vor uns. Und werden da einfach das tun, was der Zufall uns sagt. Genau, bis dahin. Tschüss.